Hallihallo, heute geht es um ein Thema, nämlich die Google-Fonds. Wenn du mit WordPress arbeitest oder überhaupt mit Google-Fonds, dann ist es so, dass diese in Amerika liegen, wenn du die nicht direkt auf deiner Seite mit einbaust. Das heißt, viele Templates in WordPress haben die schon integriert und das heißt, das macht es total einfach. Du kannst sie einfach aufrufen. Das Problem dabei ist, wir stehen ja kurz bevor. Wir haben März 2018 und im Mai muss die neue Datenschutzverordnung, nämlich die DSGVO, umgesetzt werden. Der Stand jetzt, März 2018, ist, dass das im Moment nicht datenschutzkonform ist, weil es gibt keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Google-Fonds. Das heißt, die sind in Amerika und es werden personenbezogene Daten gespeichert, nämlich die IP-Adresse. Das heißt, es ist nicht datenschutzkonform. Ob da noch irgendwas passiert, weiß man nicht. Aber ganz egal, es gibt aber auch einen entscheidenden Vorteil, sich selbst darum zu kümmern. Es gibt einen entscheidenden Vorteil, sich selbst um die Geschichte zu kümmern. Das macht deine Webseite auch schneller, indem du dir die Google-Fonts einfach runterlädst, auf deiner WordPress-Seite installierst und die dann quasi verbindest. Und wie das geht, das zeige ich dir heute. Dazu gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei und wir legen auch sofort los. So, also, ich habe mal hier eine Testinstallation gemacht. Das ist ein Page-Builder, das Divi, das kennst du vielleicht. Und um erstmal rauszubekommen, überhaupt Google-Fonts in deinem Template integriert sind, gehst du in den Chrome, in den Google Chrome und gehst auf irgendeine Stelle in der Seite und machst die rechte Maustaste und klickst hier auf Untersuchen. Wenn du das nicht hast, dann musst du eventuell das freischalten, die Entwicklerkonsole. Da müsstest du dann bei Chrome mal schauen. Das ist meistens immer ein Häkchen. Dann gehen wir da rein. Dann tut sich hier unten was auf. Da gibt es einen Bereich, der heißt Sources. Und hier kann man sehen, was alles für Sachen geladen werden, während die Seite aufgerufen wird. Das heißt, hier sieht man schon, hier sind die Fonds googleapi.com. Das heißt, der stellt eine Verbindung her und das gehört auch zu den Fonds. Das wollen wir jetzt ändern. Das wollen wir weghaben, weil wir das datenschutzkonform haben wollen. Und wenn wir das, bevor der so eine Verbindung auf dem Server herzustellen, das heißt auch immer, dass ein bisschen Performance verloren geht. Und das zeige ich dir jetzt heute. So, also erstmal schaust du, ob du das überhaupt hast. Wenn bei dir hier nichts auftaucht, brauchst du dich auch darum überhaupt nicht kümmern. So, also standardmäßig lädt das Divi nämlich hier eine Schrift. Wenn wir uns nochmal das Entwicklerkonsole anschauen und gehen nochmal auf Source, dann kann man nämlich sehen, wir gehen jetzt mal hier rein. Der benutzt nämlich standardmäßig die Open Song. Und das ist alles Code, den er jetzt lädt. Und das lädt er sich alles von dem Server in Amerika. So. Jetzt wollen wir die Open Song. Ich finde die schön und wir lassen das einfach so. Und die möchte ich aber jetzt lokal einbauen. Dazu, also wenn du noch nicht weißt, welche Google Fonts du benutzen willst, dann kannst du hier auf die Seite fonts.google.com gehen. Falls dein Template das nicht mitbringt, du möchtest aber gerne mit Google Fonts arbeiten, die sind übrigens frei und die kannst du auch kommerziell nutzen, dann kannst du dir hier erstmal die richtige aussuchen. So, dann hast du dich für eine entschieden. Dann brauchst du ein kleines Tool, das heißt Google Web Fonts Helper. Dort gebe ich jetzt mal hier oben die Open Song ein. Dann taucht die hier auch schon auf. So, dann passiert jetzt Folgendes. Dann taucht hier rechts, kann ich jetzt auswählen, was ich brauche. Also ich nehme mal hier und nehme mal so eine Semi-Bold noch dazu. Die anderen brauche ich nicht. Die 300, das ist die Schriftstärke. Das ist mal, entspricht offener Light oder ist bei anderen Schriften auch eventuell ein Regular. Das siehst du hier ungefähr, wie das aussieht. Ich möchte jetzt diese drei haben. So, dann kommt der nächste Schritt. Genau. Hier brauchen wir Default ist Latin. Genau, das ist richtig so. Dann kommt der dritte Schritt. Das heißt, ich muss jetzt diesen ganzen Code, wenn ich da draufklicke, den muss ich jetzt in die Zwischenablage kopieren. So, dann gehe ich auf meine Webseite. Vorbereitet habe ich hier schon, was wir dazu brauchen, ist ein Schaltteam. Ich habe das schon angelegt.
Das heißt, ich habe ein Kind erstellt, das wird automatisch Child Theme, und das habe ich aktiviert. Wie man ein Child Theme erstellt, dazu habe ich ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du meinen YouTube-Kanal, das kannst du über meine Webseite verbinden, gibt es hier unten ein Video, ein Child Theme in WordPress erstellen. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht näher drauf ein, weil das kannst du dir hier dann anschauen. So, das heißt, wir haben ein Child Theme, wir haben das aktiviert und jetzt brauchen wir hier, wenn wir hier drin sind, den Editor. Wenn da kein Begriff ist Editor, dann heißt das, dass das durch irgendein anderes Plugin gesperrt ist. Dann müsstest du erstmal rauskriegen, wie du diesen Editor hier sichtbar machst, weil den brauchst du. Rein theoretisch könntest du es auch über den Customizer machen, aber in dem Fall würde ich tatsächlich ein Child Theme empfehlen. Ich gehe also da rein in den Editor und was standardmäßig, was jetzt aufgerufen wird, ist, da ich das Child Theme aktiviert habe, hier steht Divi Child, da öffnet er als erste Datei nämlich die Style CSS und genau die brauchen wir. In einer CSS-Datei werden quasi, wird das Aussehen deiner Seite festgelegt, die Schriftfarbe und all diese Dinge. Und hier im Child Theme überschreiben wir das, jetzt die eigentliche CSS-Datei, die ja noch vom Template vorhanden ist. So, und hier füge ich das jetzt ein. So. Okay. Wir aktualisieren das. Jetzt haben wir das schon mal eingebaut. Der nächste Schritt ist, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Google Web Fonts Helper. Jetzt lade ich mir die alle runter. So. So, jetzt muss ich die erstmal finden. Jetzt kommst du gleich auf meinen super vollen Schreibtisch. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Bei mir geht das hier in diesen Ordner rein. Hier ist die Open Song. Ich ziehe mir die mal hier rüber. So, das ist jetzt eine ZIP-Datei. Die muss ich mir jetzt auspacken. Und das, was da drin ist. So, diese ganzen Sachen. Jetzt brauche ich den Zugang zu meinem FTP-Server. Das heißt, wie man das macht, wie du einen FTP-Server anlegst, da habe ich einen Artikel zu, wie du per FTP Zugang hast. Dazu habe ich einen Artikel, den verlinke ich auch, wie du, was das überhaupt ist und wie du darauf zugreifen kannst. Das kannst du nämlich mit dem kostenlosen Programm FileZilla machen. Das heißt, den Artikel müsstest du dir auch noch durchlesen. So, und jetzt bin ich hier in meiner Testseite. So sieht ein klassisches WordPress aus. Da gibt es einen Ordner, der ist für dich jetzt interessant, nämlich der WP Content. Und dort gibt es einen Ordner, der heißt Themes. Und dort gibt es einen Ordner Divi Child oder je nachdem, wie dein Template heißt. Divi Child. Hier muss ich jetzt einen neuen Ordner erstellen. Und der muss genauso heißen, nämlich Fonts, klein geschrieben. Den lege ich an. So, er hat sich hier, ich muss kurz, der hat sich, ich hatte das vorhin schon geöffnet. So, jetzt muss ich es leider nochmal machen, weil er nicht verbunden war. So, nochmal Fonts. Hatte mich vorher schon eingeloggt. So, jetzt habe ich hier diesen Ordner. Jetzt gehe ich in diesen Ordner rein und in diesen Ordner schiebe ich jetzt die ganzen Schriften rein. So, es dauert jetzt einen kleinen Moment. So, Upload fertig und jetzt sind diese ganzen Schriften da drin. Jetzt kann ich mich wieder vom FTP-Server trennen und kann das Programm schließen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt, was wir jetzt noch brauchen, ist hier, genau. Jetzt gehen wir hier rein, genau. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was du machen kannst. Ich würde das tatsächlich in Child Theme packen. Ansonsten gehen wir jetzt tatsächlich in den Customizer. Und hier gibt es diesen Punkt zusätzliches CSS. So, wenn du das erste Mal öffnest, sieht es so aus. Hier kannst du jetzt CSS-Code reinmachen, weil ein bisschen CSS-Code brauchst du jetzt. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil nee, das kann ich auch woanders machen. Alles klar. So, was man jetzt noch wissen muss, ist, jetzt müsstest du einmal ein bisschen CSS
müsstest du schreiben. Wenn wir uns jetzt nochmal hier anschauen, wie sowas überhaupt aussieht. Hier kann man immer, wenn man mit der Konsole arbeitet, kann man immer hier so, könnte man das hier, und dann kann man sich das anschauen und das. Und dann zeigt er dazu immer hier unten den richtigen Bereich. Was wir brauchen, ist hier oben der Bodybereich. Wenn man das Body anklickt, dann das ist quasi der ganze sichtbare Bereich einer Webseite. Hier drin findet alles statt, was wir, wenn wir den Browser aufrufen, sehen. Und hier legen wir jetzt global fest im Customizer. Moment, ich muss noch mal hier in den Customizer reingehen. So, noch mal hier rein. So, was wir jetzt brauchen, ist jetzt hier nochmal, und zwar schreiben wir jetzt hier Font Family Open Source. Das heißt, wir holen uns das nochmal, wir machen es anders, sorry. Wir gehen nochmal in unseren Editor und holen uns zwei Zeilen Text raus. Ich gehe mal davon aus, ich möchte nicht die Lite-Version, die möchte ich vielleicht irgendwo anders einsetzen. Ich hole mir jetzt die drei Zeilen, hole ich mir jetzt mal. Kopiere die in die Zwischenablage und jetzt gehe ich in den Customizer. So, zusätzliches CSS. So, was ich jetzt schreiben muss, ich möchte, dass das für die ganze Seite gilt. Ich möchte, dass die Standardschriftart für die ganze Seite soll die Open Source sein. Das heißt, ich schreibe hier einmal Body. Da muss ich hier mit der Alt-Taste so zwei Klammern setzen. Also Alt. Auf dem Mac ist das, ich gehe nochmal zurück. Auf dem Mac ist das Alt und 8. Dann ist in dem Customizer taucht auch gleich, haben wir eine offene Klammer und eine geschlossene. Dann gehe ich einmal Return. Und hier packe ich das jetzt rein. Font Style normal können wir wegnehmen, brauchen wir nicht. So, wir sagen jetzt, was wir machen mit diesen zwei Zeilen, sagen wir, die Font-Familie, also die, welche wir benutzen wollen, ist die Open Sans und die Stärke ist 400. Das entspricht bei der Open Sans, entspricht das dem Regular-Stil. So, jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. So, wenn wir uns jetzt die Seite nochmal in der Entwicklerkonsole anschauen und in die Sources gehen, dann haben wir immer noch das. Und er hat immer noch standardmäßig, lädt er das noch vom amerikanischen Server. Und das ist das, was wir jetzt ausschalten müssen. So, das heißt, wie wir das machen, dazu brauchen wir ein kleines Plugin. Ich erkläre dieses Plugin jetzt nicht, weil das Plugin selbst ist ein Video wert. Das heißt Auto Optimize. Das verlinke ich auch. Dann gehen wir, wenn du das installiert hast, gehen wir auf die und aktiviert hast, gehen wir in die Einstellungen. Als erstes musst du hier die erweiterten Einstellungen einblenden. Dann setzt du hier ein Häkchen, da ein Häkchen, hier ein Häkchen, da ein Häkchen, da ein Häkchen. Und den Rest lässt du einfach so, wie es ist. Änderungen speichern und kaschlern. So. Was das genau bedeutet, nimm es einfach erstmal so hin. Ich werde dazu sicherlich mal ein Video machen. Das macht deine Seite einfach schneller. Das optimiert deine Seite. Deswegen heißt das auch so. Das sind sehr gute Einstellungen, die ich dir da genannt habe. Die kannst du einfach so einstellen. Da kannst du nichts verkehrt machen. Was wir jetzt brauchen, ist Extras. In Extras gibt es nämlich einen Punkt, der heißt Google Fonts. Da steht hier so beibehalten. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Google Fonts entfernen. Damit kappen wir die Verbindung. Save Changes. Damit kappen wir die Verbindung zum Google Server. Also wenn das jetzt geklappt hat, sollten wir jetzt, wenn wir auf Untersuchen und Source gehen, ist das jetzt weg. Wir haben damit die Verbindung zu Google gekappt. Ich habe hier noch zwei andere Baustellen, nämlich dieses Gravatar. Da muss ich mich noch drum kümmern. Und da weiß ich noch gar nicht, wo das herkommt tatsächlich. Das muss ich auch noch klären. Das ist irgendwie ein Bild. Das wird durch irgendein Plugin wahrscheinlich oder durch WordPress selbst. Das muss ich noch klären, ob das datenschutzkonform ist. Und dann sieht das hier nämlich schon viel besser aus. So, und trotzdem, wenn ich mir jetzt den Quelltext von dem anschaue,
und mir das Body ja anschaue, lädt er jetzt hier, jetzt hat er dieses Teil übernommen und hat jetzt quasi das überschrieben. Und hat das ist das, was wir geschrieben haben. So, das war's jetzt erstmal. Ich gehe mal wieder raus. Gehe den Bildschirm mal zurück. Ich habe ein paar Zuschauer. So, jetzt schauen wir mal. Ich schalte mir mal die Kommentare ein. Guten Morgen. Ah, okay. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Also wie gesagt, die Videos, gibt eine Menge Videos auf meinem YouTube-Kanal. Genau. Optimize, nehmt es einfach mal so hin, wie es ist. Diese Einstellungen, die sind einfach ziemlich gut. Das würde ich immer installieren. Damit kann man schon relativ viel optimieren, auch so ein bisschen der Seite ein bisschen Speed geben. Und dann ladet ihr euch einfach das runter, was ihr braucht. Ja, wenn es weiter keine Fragen gibt, bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Und dieses Video kommt auch, packe ich auch auf meinen YouTube-Kanal, sodass ihr euch das auch wieder anschauen könnt. Und es bleibt natürlich ja auch auf meiner Seite stehen. Okay, das war's. Vielen Dank und tschüss.